Heute haben wir einen mächtigen Vergleich für euch. Dreizylinder gegen rein Zweizylinder gegen V2. Triumph Street Triple R gegen KTM 98 Duke GP gegen die Ducati Monster. Welches Naked Bike soll es sein? Welches gewinnt? Wir finden es raus. Bleibt dran. Ja, wir haben hier unseren Spaß gehabt, heute der Poki und ich in Barcelona mit diesen wunderbaren Naked Bikes. Zu allen Bikes gibt es unter anderem Motovlogs, Einzeltests, schon Vergleichsvideos. Echt geiler Tag, Poki. Wunderbare Naked Bikes hat man da. Und wir haben uns gedacht, machen wir einen kleinen Vergleich für euch für diese drei Bikes. Ich meine, du hast vorhin noch gesagt, das Jahr werden wir nochmal die Bikes alle beim größeren Vergleichstest haben. Genau. Was ist noch dabei? Es gibt ganz großen Vergleich mit noch MT09 und Z900. Da haben wir dann fünf verschiedene Bikes, fünf verschiedene Fahrer mit der altbekannten Wertung. Und da machen wir dann Einzelvideos, aber heute geht es um die drei. In jedem Kapitel gibt es drei Punkte sozusagen. Also Sieger kriegt drei Punkte, Platz zwei, zwei Punkte. Und der Verlierer, es sind ja hier alles Gewinner, aber der letzte Platz kriegt trotzdem nur einen Punkt. Und ich würde sagen, Poki, gehen wir gleich ins erste Kapitel, Motor. Das Herzstück, das emotionalste an einem Motorrad, meiner Meinung nach, beginnen wir gleich bei der neuen Triumph Street Triple R. Wir haben den klassischen Dreizylinder, 765 Kubik. Das Aggregat ist ja auch in der Moto 2 unterwegs. Das macht mir als Motorsportbegeisterter Fahrer wirklich eine Freude. Und wir haben jetzt vor allem schon 120 PS in der Serie dabei. In der kleinsten Street Triple, bei der Street Triple S sind es dann um die 130 PS. Ja. Aber selbst da haben wir schon 120 PS und das marschiert schon Bocke, oder? Ja, also ich muss sagen, ich war echt begeistert, was ihr wirklich zugute gekommen ist. Der Motor war ja immer schon leibend, aber aus meiner Sicht, wenn der Street Triple einfach immer zu lange übersetzt fürs Landstraßenfahren, auf der Rennstrecke das super passt, wenn du den Dreizylinder auswindest und da kommt ja oben auch noch was. Aber am Landstraßenfahren habe ich mir gedacht, okay, jetzt ein bisschen kürzer und ha, sie haben auf mich gehört, die Leute bei Triumph, und das ist echt ein großer Schritt nach vorne. Ist jetzt super, der elastische Motor kommt noch besser zur Geltung und ich bin richtig verliebt in den Dreizylinder. Macht einen guten Sound, finde ich. Einfach ein super Gesamtpaket und hat jetzt eben dank der kürzeren Übersetzung auch in der Mitte ein bisschen mehr Kraft schon, beziehungsweise man hat einfach ein höheres Drehzahlniveau und kann deswegen die Stärken dieses herrlichen Aggregats noch besser ausspielen auf der Landstraße. Ganz genau. Und was wir vor allem auch dabei haben, serienmäßig, ist der Quickshift, und ich finde, der passt einfach perfekt zu dem Motor. 80 Newtonmeter bei der Street Triple R. Aber gehen wir weiter, weil ich wollte Quickshifter ansprechen, dass er da serienmäßig dabei ist. Wo nicht serienmäßig dabei ist, ist bei der KTM, und das zwar als einziges Motorrad in diesem Vergleich. Ja, wir haben den klassischen Zweizylinder, 889 Kubik, 115 PS und 92 Newtonmeter Drehmoment. Das wirst du gleich haben, Poki. Aber man muss sagen, der Zweizylinder von KTM ist einfach immer noch leiwand. Zuerst haben wir ja den LC8C in der 97 Duke kennengelernt. Jetzt in der aktuellsten Version steht er hier vor uns. Und das ist einfach ein Aggregat. Ich finde, das ist wirklich Paradebeispiel für den reinen Zweizylinder. Unten raus schon viel Druck, bis in den Drehzahlbereich dreht er wirklich sauber hoch. Und vor allem, er hat so eine Kraft, so einen Antritt, dass ich mir mal wieder nicht mehr wünsche. Ich bin ja letztes Jahr die 1290 Super Duke gefahren. Mhm. Ich muss sagen, ich habe auf der fast schon mehr Spaß gehabt. Ich finde auch. Bei der Landstraße, ich meine, mit der Super Duke ist natürlich schon beeindruckend, aber du bist einfach immer mit einem Fuß im Kriminal. Und das ist einfach so schon ein extrem schnelles Motorrad. Und er fühlt sich, weil du gesagt hast, so bauchig. Stimmt, er fühlt sich nach mehr als 118 PS an. Es gibt ja den genauso wie den Triumph-Motor in noch einer anderen Konfiguration, in der Duke R, in der 98 Duke R, leistet er noch 121 PS. Und ich bin mir ziemlich sicher, wenn man die im Prüfstand stellt, KTM neigt ja auch so ein bisschen zum Tiefstapeln, da werden schon 120 PS drin sein. Also zumindest fühlt sich so brachial an, wenn der ans Gas geht. Das nutzbare Drehzahlband ist auch relativ groß und eben die lineare Leistungsentfaltung bis zum Drehzahlbegrenzer macht kein anderer Motor, finde ich, derzeit so wie dieser reine Zweizylinder von KTM. Einen Punkt zum Quickshift wollte ich noch sagen. Ja, sie hat den jetzt aber hier drauf, weil wir haben in dem Trackpack dazu, also Techpack umfasst das Trackpack und das wiederum umfasst den Quickshifter. Genau. Er ist ein bisschen, braucht ein bisschen mehr Fußkraft, um ihn zu bedienen, funktioniert dann aber sehr gut.
nämlich besser als der von einem anderen Zweizylinder hier. Die Monster mit dem V2, das ist ja bei Multistrada so, das ist auch bei der Monster SB mir aufgefallen, zwischen 1 und 2 komme ich bei der Monster mit dem Quickshifter immer, entweder es lässt mich gar nicht den 1er runter oder ich muss wirklich extrem am Hebel reißen mit dem Fuß, dass der 2er reingeht. Also da hat Ducati echt noch ein bisschen nachzubessern. Wo sie nicht nachzubessern haben, ist beim Hubraum, der ist hier am höchsten. Wir haben 937 Kubikzentimeter eben in V-Form die Zylinder angeordnet und er leistet 111 PS. Newtonmeter, weißt du auch noch? 93. Also die sind relativ nah beieinander, die beiden Zweizylinder. Und dennoch, also er hat auch eine Kraft von unten, aber ich finde im direkten Umstieg von der KTM ist es dann doch ein bisschen weniger, obwohl er mehr Hubraum hat. Wisst ihr, der Gang, Hall? Das stimmt. Na, ich meine, der Motor, natürlich Ducati, sehr emotional, dieser V2. Aber man merkt auch schon, bei den niederen Drehzahlen, da ist er eher ruppig, also ganz untertourig fahren braucht man ihn gar nicht, weil sonst schlägt die Kette da von oben nach unten. Aber wie du schon gesagt hast, ja, der Motor, ich finde, der braucht mehr Drehzahl, um dann zu kommen. Und vor allem, dann kriegst du ein wirklich schönes Ansauggeräusch, was mir auch immer sehr taugt. Und der Motor will eher gedreht werden, mehr gedreht werden und vor allem getreten werden. Und ist hier schon im Trio doch der Motor, mit dem man am ersten arbeiten muss, den man im perfekten Drehzahlband halten muss, dass er dann wirklich das meiste von sich ausspielt. Hat sicher das am geringsten nutzbare Drehzahlband von den dreien. Na gut, Hulk, ich glaube, wir können zur Wertung kommen, oder? Wertung, Motorenkapitel. Wer kriegt deine 3 Punkte, Poki? Bei mir ist die KTM vorne, obwohl das war eine ganz knappe Entscheidung. Der Triumphmotor ist wirklich herrlich, aber bei mir ist KTM 3 Punkte, Triumph 2 und die Ducati, obwohl ein V2 mit einem herrlichen Klang und so weiter, nur einen. Also bei der Ducati stimme ich dazu, ich würde der Triumph ehrlich gesagt 3 geben und der KTM 2. Motorkapitel entschieden, weiter geht's zum Fahrwerk. Da haben wir ja so von der Basis her zweimal nicht einstellbar, bis auf die Federvorsprung hinten, nämlich bei Ducati und KTM. Und bei der Triumph haben wir ein voll einstellbares Fahrwerk, was ich ja um den Preis, den wir zu dem auch ganz am Schluss kommen, absolut sensationell finde, dass sie da drin haben. Und ich möchte auch gleich mit der Triumph beginnen. Also wie gesagt, voll einstellbar. Wer sich für die genauen Federwege, Dimensionen und so weiter interessiert, den verweise ich auf Neste Nils Präsentationsvideo aus Portugal. Aber ich möchte jetzt eher gleich zu den Fahreindrücken kommen. Beim Ansprechverhalten, finde ich, merkt man, dieses Fahrwerk, überhaupt das Chassis, das kommt aus der Supersport-Ecke. Also ganz vor Urzeiten heute, aber sind noch im Kindergarten, gab es einmal so eine Daytona und aus der ist dann irgendwie abgeleitet dieses Twitch-Triple entstanden und das merkt man, finde ich, bis zum heutigen Tage, vor allem dann, wenn man sie nämlich im Vergleich zu den anderen beiden fährt. Aber wie ist dir gegangen? Ja, das stimmt. Ich habe ja auch ein Vergleichsvideo mit der Trident hier gemacht und da habe ich schon gesagt und ich muss es wiederholen, die ist einfach super stabil in schnellen Kurven, bei langen Radien will ich auf keinem anderen Bike sitzen als auf der Street-Triple. Da merken wir, wie du sagst, einfach diese Supersport Gene, die sie hat, die, um gleich umzuleiten, bei der Duke eher nicht so sind. Natürlich, KTM kommt eher aus dem Offroad und dann auch Super Motorsport. Und ich finde, das fühlt man in gewissen Ansätzen heute noch in der Duke. Man sitzt deutlich näher am Lenker und das Fahrwerk gibt dem Motorrad ein Fahrverhalten, das es deutlich spitzer macht. Ja, also mir ist es auch so gegangen bei der KTM. Ich habe die extrem agile Sitzposition, ich sitze quasi am Vorderrad drauf und trotzdem ist es bei der Triumph eine Spur besser in den Radius gegangen und wie gesagt, Hochgeschwindigkeitsthema hat die Triumph sowieso für sich entschieden, aber bei der KTM, ich weiß nicht, was so geil ist, man kommt sich immer schnell vor, also ich finde, du hast den meisten Bewegungsspielraum im Sattel, kannst da wirklich schön herumrücken, der Sattel ist auch übrigens knallhart, also da kann man richtig das spüren, was unter einem passiert, Vorteil, und man spürt, was unter einem passiert, auch Nachteil, aber geht in beide Richtungen. Na, und insofern das Fahrwerk hinten, ja, das Federbein ist vielleicht auch nicht ganz das Gelbe vom Ei. Also da gibt es eine R-Variante und das hat einen Hintergrund, warum es diese R-Variante gibt, weil da gibt es was drüber. Aber so fürs Landstraßenfahren muss man schon sagen, zugängliches Motorrad, Fahrwerk richtig dimensioniert. Bei der Monster bin ich auch die SB-Variante schon gefahren und da hast du ja ein Video gemacht, um da die Unterschiede herauszuarbeiten, da greift man sich vor, da verweist man einfach. Aber ich muss sagen, die Monster, ja, für die Landstraße ist das in Ordnung, aber Monster ist schon so ein klingender Name und da hätte ich mir jetzt fast ein bisschen mehr erwartet, zumal sie auch die teuerste im Vergleich ist. Wie ist es dir gegangen bei KTM und Monster? Ist das fahrwerksmäßig? Wer ist da fahren? Also KTM kann ich dir komplett zustimmen, brauche ich nichts mehr dazu zu sagen, außer dass ich eben nicht gesagt hätte, ja, beim Sitzen spürt man alles. Ich hätte einfach gesagt, die ist brettelhart, ganz Punkt aus. Aber ja, bei die Monster, die ist irgendwie so ein Mittelding, will ich sagen. Die ist sportlich genug,
aber jetzt eben nichts Besonderes, will ich fast schon sagen. Also sie ist potent genug, dass man wirklich schöne Zeit auf der Landstraße haben kann. Aber es war jetzt eben, vor allem dann im Vergleich zur Monster SP, wo ich eben das Video gemacht habe, merkt man schon, das ist dann eher für die breite Masse gebaut. Damit willst du einfach jeden ansprechen, jeder soll damit klarkommen können, niemanden soll es überfordern und das macht, finde ich, die Monster im Fahrwerk besonders gut. Ja, sie hat vielleicht nicht diese ganz letzte Präzision von der Triumph, ist für mich aber ein Spur vor der KTM, was das betrifft. Ich spüre, was das Vorderrad macht. Also da ist die KTM am indifferentesten und am wildesten. Ich glaube, kommen wir zum Urteil. Bei mir ist die Beurteilung Fahrwerk, also ich muss eigentlich 3 Punkte geben, weil Triumph hier ein voll verstellbares Fahrwerk reingetan hat, das wirklich gut anspricht. 3 Punkte. Ich bleibe aber bei der KTM, weil ich eben dieses knackige, wilde, schnelle mag von der KTM. Und die Monster, auch wenn sie mich als Motorrad an sich überzeugt hat, hier im Vergleich war sie dann doch für mich hinten 1 Punkt. Bin ich voll bei dir. KTM für mich trotzdem, wie gesagt, das Motorrad, das ich am schnellsten fühle, nur 2 Punkte. Und die Triumph aufgrund der Ausstattung, aufgrund des Umfangs, klarer Sieger hier. Gut, das Licht schwindet, also Poki, ich würde sagen, wir machen rasch weiter, geht's weiter mit den Bremsen. Genaue Dimension, so wie schon gesagt, haben wir in den Einzelvideos besprochen. Du hast schon gesagt, Poki, für dich war die KTM am indifferentesten. Ja, tatsächlich. Ich habe vor 2 Jahren genau auf diesen Straßen hier die 890 Duke Dyson gedacht, das passt, das ist für die Landstraße so ein rundes Gesamtpaket. Aber jetzt eben, deswegen sind Vergleichstestleiwand, kommt mir vor, ja, das braucht ein bisschen mehr Kraft am Hebel. Ich weiß nicht so ganz genau, was die Front macht. Es ist, die Bremse ist nicht schlecht, also möchte bitte nicht falsch verstanden werden. Aber vor allem wieder die Triumph im Vergleich dazu, kommt sie einfach nicht hin. Und das, obwohl die Triumph 10 mm weniger Durchmesser hat, aber hier außen haben wir eben Brembo und in der Mitte bei KTM weiß ich gar nicht, was eigentlich verbaut ist. Am Bremsklotz steht nur KTM drauf. Eine relativ sportliche Bremse, die für den Alltag reicht. Kommt aber nicht an Ducati und Triumph heran, wobei Triumph für mich hier wieder ganz vorne liegt. Wie ist dir gegangen, Harry? Ganz genauso, Triumph wieder klarer Sieger. Das Paket ist einfach so gut gemacht von KTM. Was ich noch hinzufügen will, alle haben natürlich 6 Achsen im US, sprich wir haben überall Kurven, schräglangabhängiges ABS, so nennt man es. Aber ja, du hast schon recht, KTM ist ein bisschen soft am Hebel, vor allem Druckpunkt vorne war nicht ganz so klar definiert. Wie bei der Ducati, die ist für mich danach kommen und dann ganz klar die Siegerin, die Triumph, und so sind auch meine Punkte. Okay, das heißt 3. Mal wieder 3. 2, 1. Und von mir bekommt die KTM noch einen Trostpunkt, weil sie hat das leibende Supermotor-ABS. Ich kann hinten abschalten, ein bisschen ans, ist so geil. Trostpunkt KTM, also 3-2-2 bei mir, Carlos, bitte. Ui. Aber Poki, ich habe gerade vom Kurven-ABS gesprochen, hast du mich erinnert? Machen wir gleich die Elektronik, bevor wir zum Sitzen kommen. Muss man schon sagen, alle Motorräder wieder sehr, sehr gut ausgestattet in der Klasse. Wir haben schon angesprochen, bei der KTM muss man Quickshifter auf Preis zahlen, leider. Aber sonst, wie schon angesprochen, überall 6 Achsen im U, überall schräglangabhängige Hilfssysteme. Wir haben auf Ducati und KTM TFT-Displays, das will ich angesprochen haben, haben wir bei der Triumph zum Teil, also wir haben Teil LCD, Teil so TFT. Apple Watch Größe. So Apple Watch Größe. Aber ich muss sagen, es stört mich jetzt nicht sonderlich, weil es ist gut ablesbar und vor allem gibt es mir alle Informationen, die ich brauche. Wie siehst du das? Ja, also das ist das gleiche Modul, das wir in der Tiger Sport 660 finden. Da oben drin, da merkt man einfach, okay, das ist der Einstieg in die Suitable-Familie. Hier spart Triumph, das kostet ja auch ein Geld für ein TFT-Display. Während Ducati und KTM hier halt schon beim Basismodell in die Vollen greifen. Für mich persönlich das KTM-Bedienkonzept am besten, weil dieser 4-Wege-Joystick hat es nicht, sondern 4 Wege, also 4 Tasten, ein Kreuz, ein Bedienkreuz auf dem linken Lenkerende. Wenn man das einmal intus hat, das geht auch während der Fahrt super easy, das Display ist super ablesbar. Danach kommt bei mir von der Bedienbarkeit her die Monster. Auch, wenn man es einmal verstanden hat, nicht schwierig, aber eben mit lang drücken und dann warten, bis das angenommen wird und so, ein bisschen schlechter. Die Triumph macht es eigentlich auch gut, auch diese 4 Kreuze, hat aber eben das kleine Display und das ist während der Fahrt so für ältere Herrschaften wie mich, die vielleicht nicht mehr so ganz adlerscharf sehen, dann ein bisschen schwieriger. Ansonsten muss ich sagen, mir jetzt anzumaßen, nach der herrlichen Fahrerei bei 20 Grad und trockenen Bedingungen jetzt die Unterschiede im Ansprechverhalten der Traktionskontrollen zu beurteilen, wäre vermessen. Bin aber alle auch schon in schlechteren Bedingungen gefahren, bis auf die Triple R, die jetzt neu für 23 ist, genau. Und insofern, glaube ich, kann ich mir trotzdem ein Urteil anmaßen. Bist du auch schon bereit, Hauer, magst du noch was sagen? Ich bin auch bereit. Ich will noch hinzufügen, dass ich eben, also deine Punkte waren, dass wir es zusammenfassen. Entschuldigung, meine Punkte
waren 3, 2, 1. Okay, also 3 KTM, 2 Ducati, 1 Triumph. Yes. Da stimme ich dir zu, nehme ich auch so. Vor allem will ich noch dazu sagen, was mir bei der KTM sehr gut gefällt, das ist eine echte Kleinigkeit, aber mir ist auffallen, der Mode-Schalter ist im Steuerkreuz integriert. Also ich drücke da rein ins Menü und ändere meinen Modus. Ja. Habe ich auf den anderen Motorrädern jeweils einen extra Knopf dafür. Ist eine Kleinigkeit und vor allem ist mir das auffallen beim Fahren, dass ich dann immer gesucht habe, ah, wo ist jetzt der Knopf, weil er nicht am Steuerkreuz ist. Ist aber, glaube ich, Geschmackssache. Manchen taugt es, wenn sie einen Knopf für den Mode haben gut und möglich. Den durchschalten. Gut möglich. Aber gut, deine Wertung, dein Ding. Meine Wertung, selbe Punkte. Gehen wir weiter jetzt aber wirklich zur Ergonomie. Poki, stellen wir uns mal kurz nebeneinander. Ich bin 1,75, du? Du bist 1,75? Ja, naja, 1,87, also Gardemaß kann man sagen. Ja, also ihr seht, wir sind ein bisschen unterschiedliche Typen, was sehr gut ist für so einen Vergleichstest, denn jetzt geht es eben um die Ergonomie und den Alltag, wie tut man sich auf so einem Motorrad. Beginne ich mal ganz außen bei der Monster, die ist mir wirklich am zugänglichsten vorkommen, denn der Sitz ist angenehm niedrig, ich habe einen sicheren Stand am Boden. Der Kniewinkel ist zwar schon relativ spitz, auch für meine Ausmaße, aber der Lenker ist schön hoch, der Tank integriert ein schönes Motorrad. Also auf diesem Motorrad habe ich mich wirklich schön integriert gefühlt. Das Motorrad hat mich aufgenommen und ich habe mich vor allem ab dem ersten Meter sofort sicher gefühlt. Wie ging es dir auf der Monster? Ja, also ich kann eigentlich Monster und Triumph so ein bisschen in einen Topf werfen, weil mit meiner Größe ist der echte Kniewinkel auf Dauer zu spitz. Und das merkst du halt auch im Alltag. Also wenn es dann auf Attacke fährst und hier die herrlichen Twisties genießt, ist das kein Problem. Aber wenn ich dann auf der Startautobahn oder so hinter irgendeinem Zuckel mit einem 70er, 80er, dann merke ich halt, ah, irgendwie, und man kann ja dann auch nicht wirklich aus der Position, weil in beiden ist man relativ ins Motorrad integriert, wie du gesagt hast. Und deswegen ist es für große Leute einfach ein bisschen zu klein, das Motorrad, muss ich so sagen. Wobei es mir bei der Triumph noch mehr aufgefallen ist, weil der Lenker auch noch schmäler ist. Und das habe ich am meisten gehört. Insofern, mein großer Leute-Sieger, ganz klar die KTM. Du hast hier die aufrechteste Sitzposition, du hast den breitesten Lenker, du hast den meisten Bewegungsspielraum im Sattel. Und ja, insofern ergonomisch macht die KTM für mich alles richtig. Die anderen beiden sind nicht schlecht. Das ist, glaube ich, wirklich eine Sache der Körpergröße, wie du schon gesagt hast. Und ja, ich glaube, ich könnte auch sozusagen dann mein persönliches Werte-Schema schon abgeben. Dann mach du das, dann sage ich noch einen Satz dazu. Passt. KTM 3, Ducati, okay, es Ducati 2 und Triumph 1. Ja. Ja, also ich muss sagen, ich gebe der KTM auch die vollen 3 Punkte, auch weil ich die Sitzposition sehr mag, das auf den Lenker gedrückten, dieses Supermoto-Stil ist so ein schweres Wort umzunehmen. Dann kriegt 2 Punkte von mir die Triumph, weil die spart mich sehr über den Lenker, gibt mir wieder dieses Supersportgefühl und auch für meine Körpergröße ist es wirklich ideal. Und es ist wirklich haarscharf, der eine Punkt für die Ducati Monster. Einfach nur, weil ich den Kniewinkel fast schon zu spitz finde, selbst mit meiner Größe. Deshalb nur einen Punkt. Nächstes Kapitel, Verarbeitung. Ja, das Thema Verarbeitung ist halt auch immer ein Thema Preis, sollte man meinen. Aber Triumph, finde ich, beweist ja schon seit Jahren und mit der neuen Studio PR wieder, dass es auch günstig gut geht. Das TFT-Display auf der Triumph ist eben nur klein und oben hat man diesen LC-Schirm. Aber wie das alles verarbeitet ist, die Knöpfe, wie sich das anfühlt, wie die Kabel verlegt sind, also auch auf der Seite, wenn man sich das Motorrad anschaut, da macht Triumph einfach seit Jahren einen guten Job und die Triumph ist trotz ihres niedrigsten Preises da wirklich sehr schön verarbeitet. Bei der KTM ist es auch auf einem sehr hohen Niveau, finde ich. Da hat man ja früher gern nachgesagt, KTM ist im Konzern, naja, und da wird dann nicht so genau geschaut. Haben sie wirklich abgelegt, spätestens seit ein paar Jahren. Und das greift sich auch alles gut an. Und bei der Ducati merkt man auch, dass da mittlerweile ein deutscher Automobilkonzern dahinter steht. Das hat alles Hand und Fuß. Insofern sind alle auf einem hohen Niveau. Die Triumph aber für mich der Sieger, weil sie es zu einem günstigen Preis macht. Wie schaut es bei dir aus, Harry? Also bei der Triumph stimme ich dazu, vor allem so wie es da steht. Ich finde es ein wahnsinnig edles Motorrad hier im Vergleich. Ich finde, sie schaut so aus, als würde sie in einer komplett anderen Liga spielen, weil es einfach die Verarbeitung so toll ist, die Optik, die Linienführung, das ist so wahnsinnig stimmig, finde ich sehr, sehr schön gemacht. Bei der Ducati finde ich das auch natürlich, wie du gesagt hast, alles sehr hochwertig. Mir gefallen vor allem an der Seite die Lauflichtblinker, die sie jetzt integriert haben mit dieser Monster-Generation, der Scheinwerfer vorne mit dem Tagfahrlicht. Es ist einfach alles schön, alles sehr stimmig, klassisch Ducati, elegant. Und bei der KTM, die ist eigentlich auch gut gemacht, will ich sagen, aber ein Punkt ist mir aufgefallen beim Fahren, und zwar hier die Plastikverkleidung, die lässt sich wahnsinnig viel bewegen. Und das ist etwas, das hätte ich mir jetzt nicht erwartet. Ich meine, ich hoffe vor allem, wenn man dann viel fährt, auch Rennstrecke, Hang-Off, dass man da sich einen Tank nicht damit zerkratzt. Du, ich glaube, dann wirst du sowas in einem Pad dahin klappen. Aber wenn das Plastik an Metalltank klappert,
das könnte passieren. Also, das ist eigentlich heute noch schon meine Wertung. Also, ich gebe der Triumph 3 Punkte. Jeden Tag 3 Punkte. Ducati Monster knapp dahinter 2 Punkte. Aber nur 1 Punkt für die KTM. Okay, bei mir schaut es ein bisschen anders aus. Ich gebe der Triumph auch 3 Punkte. Ich gebe aber beiden 2 Punkte da hinten raus. So, so geht das Spiel nicht. Das okay. geht nicht? Ah, das sind na die gut. Regeln. Ich habe es einmal durchgelassen. Okay. ich finde nämlich, das stimmt, das stört mich auch. Insofern, gut, dann kommt die KTM auf Platz 2 und ich mache also auf Platz 2, ja, und auf Platz 3 muss ich die Monster geben, weil wenn man sie von rechts anschaut, Auspuffseite ist super schick, aber dieses Motor hat echt eine Schokoladenseite und eine, die nicht so schokoladig ist. Weil wenn du das anschaust, wie da die Schläuche verlegt sind und da ist so viel, das ist ein richtiges Gewurschtel, und wenn du ja im Hirn noch hast, die schönen Gitterrahmenmonster aus den 90ern und 2000ern, das geht nicht, das geht für mich nicht zusammen. Also sorry, Ducati, die Verarbeitung ist gut, aber optisch gibt es da einfach Abzüge. Insofern, letzter Platz Ducati, letztes Kapitel. Ja. Was machen wir noch? Heu? Preis, oder? Wir gehen money, zum Preis. Money, money, must be funny. In a rich man's world. Komm jetzt zu den Preisen und da brauche ich jetzt wirklich mein Handy dafür, damit ich das Richtige sage. Um es kurz und knackig zu halten, habe ich jetzt die Österreich-Preise mit der schönen, wie sagen wir, Deppensteuer immer dazu, ja, die Nova. Beginnen wir tatsächlich beim billigsten Motor, das ist vorhin schon angesprochen, die Triumph. 11.695 Euro. Absoluter Kampfpreis für mich. Absoluter Kampfpreis für das Gebotene. Einen Punkt wollte ich noch sagen. Wir werden natürlich die Preise zu Deutschland und Österreich verlinken. Wir werden einfach auf den Marktplatz irgendwie bei uns unten reinhauen. Also dort Deutschland, Österreich, Entschuldigung, ja. Deutschland, Schweiz natürlich, damit auch in Schweizer Franken und die deutschen Preise genannt sind. Die gibt es dann quasi schriftlich unten. Aber machen wir mit der KTM weiter. Was kostet die? KTM in Österreich ist die zweitteuerste mit 13.299 Euro. Aber man muss halt dazu sagen, ab. So wie sie dasteht, ist sie doch nochmal teurer, weil wir haben das Techpack drauf, eben im Quickshifter mit Trackpaket, Motorschleppregelung und noch ein paar Goodies drauf. Also das ist mal der Abpreis. Das heißt, die KTM, so wie sie dasteht, nähert sich dann schon der Monster, die das teuerste Motorrad in diesem Vergleich ist, mit 14.895 Euro. Und das sind dann schon mal 3.200 Euro Unterschied circa zur Triumph. Das ist heftig. Das ist echt heftig. Ich meine, natürlich, bei der Ducati zahlt man immer mit den Namen. Und ich finde, weil du vorher gesagt hast, das muss man dazu rechnen, das stimmt, man muss es dazu rechnen, weil nur so, wie sie jetzt hier steht, ist die Duke gleich ausgestattet wie ihre beiden Nachbarinnen. Aber ja, ich komme nochmal zurück auf den Triumph. Unfassbares Preis-Leistungsverhältnis, richtig geil. Und ja, bei der Ducati zahlst du ein bisschen diesen italienischen Flair. Und die KTM ist irgendwo dazwischen und bietet aber für das Geld, was sie relativ viel Motorrad, muss man schon sagen. Gut, aber zu den Preisen können wir jetzt keine Punkte werten. Machen wir keine Punkte sagen, wir machen jetzt kurz ein bisschen Mathe und dann melden wir uns mit dem Abschluss. Genau, Fazit und so. Kommen wir zu einem knallharten Urteil nach einer harten Rechensession. Ich hoffe, ich glaube, sie wurde sogar mitgefilmt, zu meiner Schande. Haben wir die Punkte? Wir blenden sie jetzt unten ein, aber ich sage es nochmal. Triumph, 28 Punkte, knapp dahinter, 27 Punkte die KTM. Und der Carlos wollte meinen Extrapunkt nicht zählen, also eigentlich sind sie ex-equo, ich sag's eigentlich nur, gell? Eigentlich sind sie ex-equo. Und leider weit abgeschlagen, 18 Punkte die Ducati. Und das tut mir wirklich weh, weil ich finde die Ducati Monster ein großartiges Motorrad, an sich alleine stehend. Aber hier im Vergleich haben wir gesehen, konnte sie nicht ganz mitfahren. Ja, du, es ist ein bisschen unfair natürlich, weil im Hinterkopf, auch so sehr ich mich bemühe zu sagen, okay, das sind jetzt 3 Motorräder, wir vergleichen sie einfach, du hast dieses Preisthema im Hinterkopf und wenn das die teuerste ist, dann hat sie für mich einfach andere Voraussetzungen, weil sie auch an mich, also weil ich mir andere Erwartungen mache, wenn sowas so teuer ist, unter Anführungszeichen. Aber Ducati wirklich kein schlechtes Motorrad und für mich ist es ja ganz witzig, weil das sind 3 Motorräder, die aus 3 Ländern kommen, die in Europa liegen, also eine mehr oder weniger, also neuerdings wollen sie nicht mehr dabei sein, aber sie verkörpern die Klischees, die diesen 3 Ländern anhaften, für mich auch echt super. Aha. Du hast hier den englischen Gentleman, der ist unaufgeregt, macht alles wirklich perfekt und dann ist er noch mit Understatement dabei, das heißt, der Preis ist nicht hoch. Hier hast du einen echt kernigen Österreicher, da kommt es drauf was an, der will mit dir raus an die frische Luft, der dreht sich an und hier den Italo Macho V2, alles ist, irgendwo hat es einen Haken, aber eigentlich kann man nur sich in ihn verlieben, vielleicht für eine Nacht, vielleicht für länger, insofern
Klischee, Olé, und hast du noch ein besseres Fazit? Ich kann es mir nicht vorstellen. Überhaupt nicht. Ich höre da schon rechts von uns, die spanische Musik, Reggaeton hat die Jugend aufdreht. Ich glaube, wenn wir so dazu haben, sind es gleich weg. Also wir setzen uns auf die Bike, fahren noch eine Runde. Und ja, ich hoffe, ihr hattet eure Freude mit diesem Vergleich. Teilt ihn gerne, falls ihr Anhänger seid von einer Marke, um den anderen zu zeigen, euer Bike ist das Beste. Und natürlich, lasst uns beiden einen Daumen hoch. Wir freuen uns. Brett B hinter der Kamera, Carlos am Rechenschieber. Besten Männer. Und das wir Brett sehen uns dann im nächsten Video. Einmal wieder Arnold, weil er die ganze Zeit den Gimmel stemmt. Danke euch fürs Zuschauen. Lasst uns einen Daumen hoch, da Kommentare und so weiter. Tschüss, ciao. Baba, servus. Das Deppert, on point. Der noch gar nicht angestarrt von der Jugend. Was machen die beiden alten Clowns? Wieso tanzen die so cool?